wie schön auch so ein Oldtimer ist. Aber leider, wenn man jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit mit so einem Auto rumfährt, dann sieht man genau 5 Meter weiter vor dem Fahrzeug nichts mehr, weil einfach diese kleinen Kerzen da vorne drin sind. Und ja, es gibt schon seit längerem von Philips Lampen, die man austauschen kann mit mehr Lichtausbeute. Aber das hat immer eine Grenze, und zwar liegt das daran, dass die Kabel natürlich nicht dick genug sind und man kann nicht einfach beliebig die Lampen einsetzen. Und Xenon ist nur in Verbindung mit Scheibenwäscherreinigungsanlage erlaubt. Aber jetzt gibt es was Neues, und zwar LEDs, und die bauen wir heute ein. Und dann wollte ich mal testen und euch zeigen, ob das denn überhaupt was bringt. Ne? Sowas kostet 100 Euro. Bringt das was oder nicht? Das schauen wir uns heute an in diesem Video. Wenn dich das interessiert, dann jetzt einfach dranbleiben. Mein Name ist Helge und viel Spaß bei diesem Video. Damals, als ich den Benz gekauft habe, habe ich als allererstes hier diese H4-Binnen mit erhöhter Lichtleistung eingebaut. Aber ganz ehrlich, die haben zwar irgendwie so ein blaues Glas, aber blau waren die nicht wirklich. Und die Lichtausbeute war zwar ein bisschen besser, aber eigentlich auch nicht der Rede wert. Also das kann man getrost vergessen. Aber jetzt gibt es von Philips richtig coole LED-Scheinwerfer. Und die passen Plug and Play für ganz viele Autos. Wenn ihr hier mal durch die App scrollt, dann seht ihr, für welche Autos das alles zur Verfügung steht. Und zwar mit ABE. Das heißt, einfach einbauen, ABE runterladen, ins Handschuhfach legen und das war's. Und jede Polizeikontrolle ist eure. Ich verlinke euch mal unten sowohl den Link zu der Lampe als auch den Link zu der Verbauliste, also wo quasi überall schon eine ABE existiert. Und seit diesem Jahr gibt es das auch für den W124. Und deswegen, weil der Winter kommt, bauen wir das jetzt einmal ein. Und dann fahren wir mal einmal vorher mit der Glühlampe und einmal nachher mit der LED-Lampe. Und dann zeige ich euch mal, ob sich das wirklich gelohnt hat und wie das neue Licht dann aussieht. Also, jetzt bauen wir die Lampe einmal ein. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus und gefühlt ist die Reichweite doppelt oder dreimal so lang. Aber das werden wir uns jetzt genau angucken. Also los zur Probefahrt. Ich habe bei der Gelegenheit hinten auch schon mal die Kennzeichenbeleuchtung auf LED umgebaut. Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, ist das denn überhaupt H zugelassen? Bei LED gab es damals ja nicht. Die Sache ist halt die, alles was die Sicherheit verbessert, ist auch für H-Kennzeichen in Ordnung. Das heißt, du hast ein Auto von 1920, da waren ursprünglich keine Sicherheitsgurte verbaut, dann darfst du Sicherheitsgurte verbauen. Und das gleiche gilt für Verbesserung der Bremse und auch Verbesserung der Lichttechnik. Das heißt, selbst mit diesen LED-Lampen kriegst du noch ein H-Kennzeichen. So, jetzt gehen wir auf die Tour und ich habe euch ja in einem der letzten Videos die Dashcam vorgestellt. Ich habe die Strecke schon mal einmal abgefahren mit den alten Lampen. Und ich werde jetzt die gleiche Strecke noch einmal abfahren mit den LED-Lampen. Und dann kann ich euch das Bild schön von rechts nach links zeigen mit den alten und mit den neuen Lampen. Und jetzt bin ich wirklich selber gespannt, was diese Lampen bringen. Also auf die Testfahrt. Thank you.
Hier einmal der direkte Vergleich. Oben die LED, unten H4. Und wie man sehen kann, ist der Lichtkegel bei der LED deutlich weiter. Das kann man schön an der Mittelmarkierung sehen. Und auch die Bankette rechts ist deutlich besser ausgeleuchtet mit den LED-Scheinwerfern. Hier nochmal eine andere Szene. Auch hier kann man schön sehen, wenn man sich die unten und oben die Markierung anschaut und die Pfeiler, dass die LED deutlich bessere Lichtausbeute hat und das ganze Bild deutlich heller ist. Die Kamera ist ein bisschen aufgehellt, aber in echt wirkt es noch viel krasser. Okay, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Bin tatsächlich ziemlich begeistert. Die 100 Euro haben sich gelohnt. Einbau war super einfach, hat ganze 5 Minuten gedauert. Das ist, kann natürlich bei euch anders sein, je nachdem wie euer Scheinwerfer verbaut ist bei euch im Auto. Wie gesagt, ich verlinke euch die komplette Liste von allen Autos, für die es schon eine ABE dafür gibt. Und wieder ein Stückchen besser geworden, das Auto. Gefällt mir übrigens optisch auch ganz gut. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Und jetzt abschalten.